Dieses grüne Männchen, war es Geisel? Nee. Ja, das kann sein. Das kann doch, ne? Sein, ja. Müssen wir die doch rechts lassen. Ich weiß, das war so richtig beschissene Mission. Das war einfach bei Nacht. Und du musstest, weiß ich, vier verschiedene Ecken der Karte. Du musstest da irgendwelche Leute befreien und die alle zu deinem Stützpunkt wieder zurückbringen. Oh, war das nervig. Ja, ich glaube, ich weiß sogar, welche Mission du meinst. Das war eine vom Anfang, ne? Das weiß ich ja nicht. Wo du so Blendgranaten und sowas hattest, ne? Sowas hattest du die schon, die Mission? Ja, die war ziemlich am Anfang. Kann sein, ich meine, das war noch gegen Terroristen. Das war so nervig. Die haben wir ja längst erledigt, die Terroristen. Ja, von der Reihenfolge her weiß ich nicht, dass da alles schon kam. Gut, dass die Geschütze immer so eine gewisse Zeit brauchen, herauszufinden, wo sie eigentlich hinfliegen. Das finde ich immer gut. Weil immer genug Zeit zum Zerballern. Hier ist ein Fall Speicherpunkt, glaube ich. Dort ist doch ein etwas größerer Schutzpunkt dort. Ja, das ist definitiv. Aber da haben die billigsten Zaun. Ja, das ist ein Hangar, ja. Ich weiß es gar nicht mehr, ein Heli, meinst du? Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich höre auf jeden Fall ein Heli. We'll need it to land our troops. Call for the reinforcement. Hold it back. Zu lange her dein Let's Play tatsächlich. Muss mal wieder replay. Ja, aber nicht mit den Ladezeiten. Ja. Tatsache, das ist ein Heli. Den kannst du ja nur mit Lenkraketen kriegen. Ach, besonders Ding beschützt. Ah. Sollen die Radarschüssel da beschützen? Wolltest du die gerade in die Luft sprengen? Nee. Ich hab mich nur gewundert, warum die plötzlich drei blaue Balken hat. Luftabwehr funktioniert auch. Mhm. Flak ist installiert und einsatzbereit, Sir. Das ist nicht mehr nötig, das Ding ist schon wieder gut. Defending the airfield. This strategic point is ours. Gut, wir haben gerade den Flughafen erobert. Danke, dass du darauf hingewiesen hast, Alex. Das war ein Flugplatz, den wir erobern durften. Ah, das war, war gar keine Hauptmission. Das war nee, so ein bisschen... das war wohl irgendwie eine Nebenmission, die wir gerade mal eben so genommen haben. Alright. Ja gut, hättest du also die Gebäude gar nicht zerstören brauchen da, ne? Ich hab sie jetzt einfach mal mitgenommen. Es war ein Betriebsunfall. We received a message. The Russians have called for reinforcements. They will pass through the bridge. While we have time, we need to get to the bridge and destroy it. No problem. Ich hab da gerade was gesehen, das will ich haben. Ein Maschinengewehr. Besser, Granaten. Achso, ich dachte, man ist hier hinter den Bäumen. Das Scharfschützengewehr brauche ich nicht mehr mitnehmen, weil das haben wir schon. Mhm. Das sind Menschen. Ja, die lassen wir auch in Ruhe, sind Zivilisten. Achso. Das finde ich ja immer so schlimm bei Cannon Fodder. Das ist ja wirklich so, die Gegner sind ja wirklich hervorgehoben. Mhm. Weil die Gegner, die haben halt einen Lebensbalken und die Zivilisten halt nicht. Ja. Deswegen kann man das immer prima unterscheiden. Gut, in den Vorgängern war es ein bisschen schwieriger, die zu unterscheiden voneinander. Das stimmt schon. Das ist so geil. Echt. Die ganze Mauer ist eingerissen, aber Hauptsache das Scheißtor steht noch. Echt. Einzige, was noch steht, das ganze... ist D. Der geht auch wenigstens durch, genau. Wenn es schon da ist. Ja. Symbolischer Akt. Geh ich durch Tor. Weil nichts anderes mehr steht sonst. Mhm. Diese roten Pfeile sind eine Ankündigung auf dem Hinterhalt. Ja, ach so, das kannst du mittlerweile auch sehen, wo ein Hinterhalt ja, ist. Ja, anscheinend schon. Hau doch einfach mal mit Flammenwerfer drauf. Bevor hab ich ja vorhin, das hat ja nichts gebracht, Rosa. Das wurde ja trotzdem geteasert. Ach so. Ja. Ein Ambush. Ich korrigiere da was. Und der Sensenmann ist ja da. Ja, den ich wahrscheinlich gerade nicht brauche. Ja, aber der ist trotzdem cool. Ich mag den. Ja klar ist der cool. Du musst ordentlich Fleisch fetzen. Ach, die Brücke ist genau, die müssen wir ja auch zerstören, ne? Genau. Das war ja was. Ist denn das da hinten noch für Zeug? Das sind Wachtürme. Ja. Oh, die lassen wir schön außen vor. Schönen Tag noch. Tschüss. Wie die Schranke doch schön zieht. Ja. Das ist super, ne? You need to destroy all buildings. Ja, General, geh mir nicht auf den Keks. Wir wissen. Danach gibt es Kampf. Pass auf, hier gibt es wieder Minen wahrscheinlich. Ja, das ist ein Faller, ich finde so ein Irrer.
Ach, da war's aufgekommen, hinterhalten. Aber wie auf Kommando, genau dann, wo du es gesagt hast, kamen sie raus. Ja, deswegen, ja. Wie auf Kommando, Wahnsinn. War beabsichtigt, ja. Ja, ich verstehe schon, aber jetzt mit den Feinden zusammen. Mhm, natürlich. Deswegen war ich dich ja auch vor. Ja. Natürlich, weil du ein netter Mensch bist. Ja. Und ein netter Maul. Arschloch-Maulwürfe. Ja. Wesker ist ein Arschloch-Maulwurf. Ja. Können eben nicht alle tolle Maulwürfe sein, ne? So. Wladimir hat doch Klo gesprengt. Ich hab wieder mexikanisch. Obwohl, nee, passt ja gar nicht. Nee? Nee, mexikanisch ist ja Amerika. Warum stehen hier Panzersperren? Wahrscheinlich, aber da kein Panzer durchgehen darf. Ja, vermutlich, vor allem durchgehen darf, genau, der Panzer geht da durch. Aber du kannst doch durch die Mauer gehen, stimmt. Ja, meinst du, deswegen nicht die Mauer? Gerade rechts war der auch noch an der Mauer, hättest du auch einfach rechts durchgehen können. Nein! Wird doch eingerissen. Was ist das? Einfach ein Fahrzeug. Ja. Warte, ich komme so schnell. Your base is situated in the river. Möchtest du das betonen? Es war ein Fahrzeug. Tono liegt immer auf Wahl. Ich hab Spaß an dem Spiel. Ach, das ist diese Tarnungsgeschichte. Ja, nee, die brauchen wir nicht. Ich bin mal gespannt, bis zu welcher Mission wir wohl kommen. Ja, ein paar Missionen sind da, wo es noch schaffen, denke ich mal. Wir sind jetzt gerade mal bei einer Stunde. Ja, genau. Gut, die Hälfte haben wir jetzt ungefähr. Ja, wir haben 4-5 Missionen haben wir jetzt, glaube ich, ne? Und ich weiß immer noch nicht, wie viel es waren. Irgendwie eine 20? Das kann gut sein. Also ich kann mich gut daran erinnern. Ich habe ja gestern bei hier nochmal kurz auf dem Kanal rumgeschielt. Bei der Canon Forder 3, da könntest du, irgendeinen letzten Part, ich weiß nicht mehr genau welchen, da hattest du gesagt, ja, Mission 25. Mhm. Da hatte ich schon so gedacht, ja gut, dann habe ich ja noch ein bisschen Luft bis dahin, ne, also. Ja, ist auch schön, dass noch ein paar Missionen kommen, das ist ja auch, das wird ja auch nicht langweilig. Das freut mich doch, dass es nicht langweilig wird. Vor allem ist es mal eine schöne Abwechslung, weißt du, du hast die 75 Parts durch Dungeon Keeper 1 durchgequält, weißt du? Fahr es auch mit Fahr, ja? Ja, das, oh, Alex, da war eine Mission dabei, oh. Das glaubst du nicht, also, ja, ich alter Schwede. Was, ja. Ne, und ich war so froh, als ich diese Kackmission endlich mal geschafft habe. Hm. Und dann die letzte Mission, ich habe echt gedacht, das kann nicht angehen. Die letzte Mission war so eine Enttäuschung, weil die so leicht war. Tatsächlich. Ja, manchmal, da hast du echt Spiele, da denkst du, oh, da hast du richtig Bock drauf und so, da hast du manchmal eine so eine Sache, die dich dann richtig nervt, dann bist du dann doch froh, wenn es irgendwann vorbei ist, auch wenn du das Spiel an sich total gerne magst. Das ist eine gute Frage. Ja, hab ich eigentlich bisher nicht so wirklich gehabt. Ne? Also zumindest nicht bei neueren, also generell bei Spielen, klar, da gibt es immer mal so Momente, wo du denkst, meine Fresse, jetzt wird mal langsam fertig, so weißt du. Aber jetzt bei neueren Spielen, ein See. Richtig. Sehr schön. Ist nicht viel. Haben wir kurz mal Pause am See gemacht, sehr schön. Aber wenn ich die See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Schön. Ja, ein bisschen philosophisch kann man ja auch mal werden. Ja, natürlich, so ganz nebenbei mal. Philosophisch im Krieg, ja. Das Panzer, ja. Das will be hard, but imbeciles are scared of problems, right? Da steht ein Tank auf dem Flur. Gleich ist er weg. Tschüss. Das war er. Er ist gerade noch durchs Tor gekommen. Nein, und wie er dann noch so auseinanderfällt und sagt so plopp, so ich hab keinen Bock mehr. Oh Mann, ey. Leute. Weißt du, in anderen Filmen und Spiel Panzer explodieren und sonst irgendwo. Oh, das war nicht gut. Das war jetzt nicht so gut, nee. Aber du lebst noch. War die Mauer im Weg. Die Mauer muss weg. Richtig. Jetzt wissen wir auch alle warum. Stand im Weg. Ja. Da ist noch ein Fahrzeug. Ja. Was für ein Ding? Ja. Wenn du mich versprichst, das ist immer wieder schön. Ja, ne? Mhm.
Mein Lieblingsversprecher von dir ist und bleibt wahrscheinlich jetzt einige Jahre lang, weil du es auch nicht gelernt hast, die Rezession. Ja, das mit der Rezession. Und wie oft er es in Let's Play gesagt hat, ja, ich lerne das noch. Und nein, er lernt es nicht. Jeden Part ist neue wieder falsch. Und dann merkt er es auch nicht mehr. Und das ist herrlich. Ja. Let's wipe this base out. Irgendwo muss ich ja auch mal meinen Schwächepunkt haben, ne? Wer nicht weiß, wovon ich rede, der möchte bitte mal das Let's Play von Team Hospital beim Lars reinschauen. Sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Damn, ja. Ich nicht vergessen, das Let's Play. Vor allem, ich hab erst noch so gedacht, ja, 50 Parts, dann ist das Ding durch. Jetzt tut es gut. Fast 100 Parts, weißt du? You will not get me. Genauso. Aber das ist doch zum Beispiel so ein Spiel, wo man sagt, ja, das Spiel an sich ist eigentlich total geil, aber da warst du dann doch froh irgendwann, wo es vorbei war. Ja, tatsächlich. Ja? Ja, das stimmt, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass es so lange geht. Ja, ja. Ich habe echt so gedacht, so, ja, ein paar Missionen, so vielleicht 10, 15 Missionen, dann ist gut. Oder irgendwie so, und dann auf einmal, ja, Pustekuchen, da kommt noch ein bisschen mehr, ne, also, ja, wo ich noch gedacht habe, von wegen kommt die Mitte, so, ja, geil, Spiel endlich geschafft, dann, ja, denkst du, da kommt auch ein Krankenhaus, scheiße. Was mich tatsächlich überrascht hat, das wusste ich echt gar nicht, diese Mini-Mission mit den Ratten erschießen zum Beispiel. Das, ich wusste das auch nicht, ich hab's einfach mal ausprobiert. Das fand ich witzig. Das hat einfach geklappt, ich hab nur so gedacht, so, oh, Mensch. So, noch zwei Türme. Das war's. Nö, noch nicht mehr. Ich sehe hier nur 14.000, 13.000, läuft, jawohl, 56.000 Punkte, kann man mal machen. Ja, 20 Leute haben wir umgefahren. Geil. Ja, das nächste ist 40 Leute. Ja, das schaffst du auch noch. Ja. Vehicle Maniac, 30 Fahrzeuge erledigt, 50 brauchen wir noch, dann kriegen wir da auch das Bonus. Das Bild von dem Vehicle Maniac sieht aus wie dieses Pain Elemental aus Doom. Okay. Da haben wir auch schon Stufe 4, da sind wir auch schon durch. Jo, perfekt. Also wir haben 3 Orden abgeschlossen von 5. Ja, läuft, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Nächste Mission bitte, meine Damen und Herren. Zero Zero Weather. Ja, haben wir hier auch gerade. Destroy the enemy airfields. Es geht also um Flugplätze. Ja. Aber Zero Zero Weather haben wir auch. Ah. Oh, so, du kriegst... Ja, was? Bitte? Nee, erzähl. Ich wollte nur gerade sagen, das MG wird jetzt nochmal durchgeladen, dann geht's direkt weiter hier. Ich dachte schon, wir können mit dem LKW losfahren, aber der hat uns nicht hergebracht. Nee. Nicht den Schneemann kaputt machen. Guck dir die Reichweite an, ey. Der Schneemann! Auch geil, ich erschieße alles, Hauptsache Alex. Der Schneemann, der muss überleben. Ja, auch, es gibt auch Soldaten mit Herz, die sind zwar kalt und sich geworden, aber wollen halt nicht, dass der Schneemann kaputt geht. Bei mir gibt es keine Schneemänner mit Herz. Ja. Ja, genau, danke Alex, das habe ich jetzt gebraucht. Mhm. Vor allem emotional habe ich das jetzt auch gebraucht. Warum habe ich hier keine Granaten? Ich glaube, ich habe da gerade noch was anderes erschossen. Das tut mir leid. Was anderes? Ja, irgendwas anderes habe ich gerade erschossen. Ich weiß zwar nicht was, aber es ist tot. Ich habe heute ein Reh erschossen. Was? Bei Tuba. Achso, ja. Alex ist hier so richtig die Jägerschimpf eingetreten. Und eine Taube, glaube ich. Also zumindest eine Art Vogel. Ich hab noch versucht, Kaninchen zu erschießen, aber die waren zu schnell. Ich hab's da nicht erwischt. Ja. Das kann ich verstehen. Ach so. Hast du trotzdem das Päckchen abgeliefert? Ja. Natürlich. Was ist das denn? Wie es sich gehört für den Paketdienst. Das sind die Eiskugeln, ne? Die Frostschussdinger, ne? Ja. Frostschutz, meinte ich. Frostschutz-Munition. Genau, Alex. Wäre auch geil, ja? Die friert nicht kaputt im Winter. Man stirbt zwar dadurch, aber immerhin, man friert nicht ein dabei. Geil! Frostschutz-Munition. Frostschutz-Munition, sehr gut. Solche Erfindungen finden Sie nur bei Alex Flattermann 85. Aber wir haben wieder einen Einsatzort in Sibirien. Okay, denkt dran, dass ihr die Frostschutz-Munition einpackt. Jo, ja.
Oh geil, ey. Das stimmt, doch, ey. Mit dir kannst du gut werden. Ich muss das einfach. Du kannst dann die, deine eigene Gewehre nicht laden, weil nur mit Frostschutzmunition, weil das friert die Munition im Gewehr ein. Ja, deswegen brauchst du Frostschutzmunition. Ja, ich meine, also wenn ein Gewehr auch tatsächlich beim Gebrauch schmilzen kann, also ich meine, warum sollte es dann nicht sowas geben? In Deutschland ist alles möglich. In Deutschland ist alles möglich, ich sag's dir. Nicht Amerika ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, sondern Deutschland. Ja. Man hat immer geahnt. Mancher Hinsicht schon. Jo! Das ist fast gut reingezimmert. Deutschland ist eigentlich das Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten. So müsste man das eigentlich sehen. Oder so, ja. Weil sowas gibt es in anderen Ländern nirgends. Nur bei uns. Nur bei uns gibt es so einen Scheiß, ja. Schön vor der Tür abgelegt, ne? Unser Land wird ja auch komplett überrannt, wenn man Krieg ausbrechen sollte, weil es alles kaputt ist. Es gibt keine Panzer, die funktionieren, es gibt keine Helikopter. Ja, das Schöne, die Gegner brauchen nur noch viel kaputt fahren, weil es ist schon alles kaputt. Ja, Deutschland wird einfach nur komplett überrannt. Da ist nichts mehr. Wir fahren einfach durch, so, ja, einmal Polizei noch rechts vor links beachten und dann ist auch alles gut, ne? Also, aber wenn das nicht beachtet wird, dann ist gleich, ne? Dafür haben wir aber wenigstens ganz viele Kita-Stellen auf beim Bund, das ist wichtig. Das haben wir. Ja, läuft bei uns. Das ist wichtig. Sagen auch die beiden Herren, die direkt beim Austreten aus dem Gebäude gestorben. Ja, die doch gelästert. Sie hat die Ehre zu dienen und ist ganz nett. Weil sie gerade erst eingetreten musst du den nicht retten jetzt? It's your choice. Der da oben, den du gerade befreit hast? Ich weiß das gerade gar nicht. Keine Ahnung, ich bin gerade ein bisschen... Ich dachte, weil du hast doch gerade einen befreit, der war doch eingesperrt hinter so einem Gitter da, oder nicht? Nicht? Ja, stimmt. Hm. Ja doch, ne? Und ich glaube, weiß nicht, musst du die doch zurückbringen zum LKW? Genau, ich bringe sie zurück zum Panzer und dann lassen wir sie einfach nochmal fahren und dann ist das Ding gleich komplett weg. Zum LKW, Mensch. Ja. Zum Lastkraftwagen. Lastkraftwagen, ja. Welcher Mensch sagt das eigentlich? Lastkraftwagen. Keine Sau sagt das. Nee. Nö, deswegen sagt man ja auch lieber LKW. Richtig. Genau, das meine ich doch. Okay. Genau, wir sind dafür. Vor allem die Zivilisten haben einfach mal plötzlich Sprengstoff dabei. Ja, ist cool. Du hättest dich auch nicht selbst befreien können, nö. Nee, gar nicht, du. Gar nicht. Weißt du, jeder separiert sich irgendwie, weißt du, wird Separatist und befreit sich dann selber und die so, ja, nö, wir lassen uns befreien. Das, diese Leute retten, ist das Hauptmission oder ist das wieder so ein Nebending? Das war wieder so ein Nebending gerade. Finde ich gut, dass du das machst. Jojo, wenn ich schon dabei bin. Ja. Oh, ich weiß nicht, auf so viele Sachen hin, die würdest du einfach ignorieren. Ja. Was denn? Mhm, genau. Ja. Wiederhol das bitte nochmal, ich war gerade im Eifer des Gefechts. Ich sage, ich weise dich auf so viele Dinge hin, die du sonst einfach ignorieren würdest. Nö, ich würde nicht... Tatsächlich ist es ja so, seitdem ich Tomb Raider 2013 gespielt habe. Okay. Als Let's Play. Ja. Habe ich mir angewöhnt, doch ein bisschen einmal öfter hinzugucken, als einmal zu wenig. Mhm. Dadurch sind mir dann auch viele Feinheiten aufgefallen. Bestimmt ist dir das auch im Crash aufgefallen. Seitdem ich das Spiel gespielt habe, gucke ich viel mehr irgendwo nochmal in die Ecken hin. Guck mal, ich vergesse trotzdem noch was. Das kann passieren, aber... Stimmt. Ja, das stimmt schon. Ich gucke seitdem tatsächlich mehr. Also, ich habe tatsächlich was draus gelernt aus dem Spiel. Ich habe tatsächlich jetzt auch festgestellt, jetzt durch Teil 2 Spiele von Tomb Raider, gleich im ersten großen Bereich, wo man da ist, ich habe auf Anhieb diese Herausforderung geschafft, da musst du 10 Sachen wieder abschießen, die irgendwo rumhängen. Und ich habe sie gleich alle gefunden tatsächlich, weil ich jetzt ja auch weiß, worauf ich achten muss bei dem Spiel. Ich weiß jetzt ja, wie Tomb Raider tickt. Und es macht echt wahnsinnig viel Spaß. Weil sie Sachen haben... Ja. Sie haben es auch thematisch schon angepasst. Ich fand es ja im ersten Mal ein bisschen merkwürdig, dass man auf eine Insel rumrennt und Geocaches einsammelt. Das fand ich so ein bisschen merkwürdig. Das haben sie jetzt geändert. Es ist keine Geocaches, die du einsammelst, sondern es sind Münzen. Und ich finde es immer noch logischer, dass du irgendwo rumläufst und es liegen irgendwo Münzen in der Gegend rum, als wenn irgendwo ein Geocache auf dem Boden. Ja, das ist richtig. Das finde ich also schön. Sie haben sich was bei gedacht. Das ist ja. Bei Münzen. Ja, stimmt. Münzen sind ja auch älter als Geocache. Bisschen. Minimal, ein paar tausend Jahre, aber also im Mittelalter, da liegt
lag oft mal so ein Geocache in der Ecke rum. Ja genau, wer kennt's nicht? Ich gehe mal zum Markt und kaufe mir mal einen Geocache. Ja. Wer kennt's nicht? Tauscht ein, zwei Fische gegen einen Geocache. So war das damals. Weißt du noch damals, Vitali?